Servus Freunde der Unlucky Nerds, wir melden uns endlich mal wieder zurück mit einer Runde FIFA 13 Pro Club. Ja, in letzter Zeit kommt ja relativ wenig FIFA auf meinen Kanal, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, was ich bis FIFA 14 groß bringen soll. Irgendwie, da ist halt, bei FIFA ist noch das Sommerloch noch auf jeden Fall vorhanden, aber es ist ja nicht mehr allzu lange, da kommt schon mal die FIFA 14 Demo und dann geht's ja auch schon wieder richtig bald los. Allerdings, ich bin natürlich nicht alleine hier, ich spiele nicht alleine Pro Club, nein, ich habe den Leon dabei. Moinsen. Die Qualle. Moinsens. Und den Noah. Hallo. Ja, Pascal, wie ist es denn jetzt so, wo du weißt, dass du eigentlich der berühmteste Pro-Club-Spieler von uns allen bist? Ja, ich weiß nicht, wie ich mich da fühlen soll, Digga. Also, hast du dich geehrt gefühlt, oder? Schon irgendwie. Also eigentlich war es ja die Antwort Abend, aber du hast ja meinen Namen auch sehen lassen, weil wir ja auch schon öfters zusammen gestürmt haben und deswegen... Jo, ja, ist ja super, wir haben direkt einen Gegner gefunden. Die hießen irgendwann wie Florentina oder so. Nee, die hießen Family oder so. Die hießen einfach FIFA Familie. FIFA Emily oder so. Ja, okay. Also FIFA Familie und mit Real Geldtrikots. Oh, das gibt wieder Dislikes. Okay, ja, wer sich jetzt wundert, wo zum Beispiel so Leute wie Arben sind, den können wir ja mal allesamt auslachen, würde ich sagen, gemeinsam. Komm, 3 Sekunden mal lachen. Ha, 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 ha. Achso, es geht schon los. FIFA sollten wir auch spielen nebenbei übrigens. Nee, der hat einfach seinen FIFA quasi verkauft. Der Vollidiot, um BF4 vorzubestellen. Nein, nicht mal BF4, GTA 5 und das nette FIFA 14. Okay. Ja, wie dumm kann man sein, aber das Spiel, was man am meisten spielt, weißt du, einfach abzugeben. Ja, vor allem, er hat ja auch noch sein BF3 abgegeben und Abend und BF3, das war so, weiß nicht, so körperliche Liebe im Spiel, ja. Geht das? Ja, auf jeden Fall, also, sehr schade, er kann auf jeden Fall nicht dabei sein. Und ja, deswegen haben wir auch gesagt, komm, wir nehmen ja das Ganze nicht mehr ganz so ernst und sind auch ein bisschen am Rumprobieren und deswegen ist unser Torhüter jetzt auch im linken offensiven Mittelfeld unterwegs. Und der größte Spacken von allen, alle. Ja. Deswegen, wir spielen jetzt auf verschiedene Formationen, mal wechseln so durch, also. Ja, ich mache jetzt einfach gerade mal den Stoßstürmer. Stoß so gerne. Habt ihr schon alle FIFA 14 vorbestellt, oder? Ich wollte. Du hast mir auch nicht mehr PS3. Also ich schon allein, um dieses Angebot anzunehmen mit den 10 Euro. Mit dem Wechsel, jo. Deswegen mache ich das ja auch, deswegen warte ich jetzt nicht auf die PS4-Version. Wobei ich auch noch gar nicht sicher bin, ob ich die PS4 überhaupt zu Release haben werde. Das ist ein bisschen traurig. Ich werde es wahrscheinlich erst ein halbes Jahr später haben. Du wirst sie zu Weihnachten haben. Ich auch. Ja, ich vermute auch, dass ich jetzt zu Weihnachten kriegen kann, weil mir nicht meine Eltern um die Hälfte beteiligen. Ein Angebot, was ich nicht ausschlagen kann, außerdem wollte ich das mal vorbestellen, habe festgestellt, sind alle schon ausverkauft. Deswegen werde ich mir da keinen Stress machen und dann wahrscheinlich die mit zu Weihnachten nehmen. Nee, aber bis dahin natürlich werde ich FIFA 14 auf der PS3 zocken. Ich hätte ja Vergnügen gehabt, es auf der Xbox One anzuzocken und naja, ich bin mal gespannt, ich habe jetzt die PS3-Version nicht gesehen oder die Xbox-Version, die normale Xbox-Version nicht gesehen. Aber so geil war die Xbox One-Grafik ist auch nicht, dass ich sage mal, dass ich diesen einen Mord nicht überleben werde. Bist du denn sicher, dass du wirklich Xbox One gezockt hast? Ich bin mir sicher, dass ich Xbox One gezockt habe, weil ich habe sie gesehen. Okay. Nee, am Original EA-Stand hatten sie auch Original, also Original Xbox, das ist keine PCs oder so. Die Konsole hat man auch vor sich gesehen, in so einem Schaukasten. Ich weiß gar nicht, ob sie in meinem Video zu erkennen sind. Muss ich mal gucken. Ja, doch. Ich dachte nur, dass sie das vielleicht nur so getarnt haben. Nee. Also zum Beispiel... unsere Controller waren auch daran angeschlossen und so, von daher... Ich hatte ja einen Witz, also was heißt ich, halt mein bester Freund hat mir ja sozusagen so haargenau alles berichtet. Er war ja Donnerstag auf der Gamescom. Und der sagte, der wollte unbedingt Need for Speed Rivals anzocken und das hat 6 Stunden gedauert. Und dann ist er einfach zu diesem kleinen Piss-LG-Stand und daneben waren ja nochmal Need for Speed Rivals aufgebaut und da hat er 5 Minuten gewartet und hat dann gezockt. Ja, es gab auch mehrere Möglichkeiten, BF4 auf verschiedene Stände anzuzocken, außer bei EA, wo man auch nicht lange warten musste. Zum Beispiel die PS4, die habe ich angezockt, nicht an PlayStation-Stand oder sowas, halt, die habe ich bei Warzone angezockt. Aber beim PlayStation-Stand hätte ich ja schon lange warten müssen. Ja, vor allem, was da für Spiele auch. Ja, aber mir ging es ja hauptsächlich darum, mal so einen PS3-Controller in der Hand zu haben. PS4 meine ich, ja. Und da war mir das Spiel dann im Endeffekt erstmal egal.
Aber da du ja Warfinder-Fan bist. Ja, hat's gepasst und jetzt bumse ich den. Ich bumse den. Wegen dem Playstation-Stand da hier hat Alberto ja ein Abonnententreffen gemacht am Samstag. Deswegen. Ja, okay. Ein bisschen Förner. Alberto. Alberto Del Rio oder wer? Nee, der schwarze Alberto. Alberto. Achso, Albert Martin Huhn. Genau da. So, jetzt will ich aber mal hier ein Tor schießen. Der hätte gerade eben schon drin sein können, meines Erachtens. Ja, war auch, der ist durchs Netz durch. Ja. Momentum. Der geht rein. Oh. Was? Ach, war ein Tor. Ach, krass. Schau, das wäre ein Tor. War abseits. Ja, geil. Oder so. Auch geil geswappt, muss ich sagen. Ja, wir haben natürlich momentan auch keinen Torhüter drin, also nur den CPU-Torhüter. Vielleicht sogar besser so. Vielleicht sogar besser so, ja. Boah. Hat keiner gesehen. Ich steh wieder. Hat mir so zerrissen wie Daniel Bryan nach dem Spiel. Nö, ne? Nö, ne? Der kommt dann auch noch an, weil es ist so geil. Tja, der Einzige mit blauen Haaren, der Skill hat, das bin ich. Das sollten die Leute wissen. Ich habe auch blaue Haare. Ja, du hast doch keinen Skill. Ja. Aber ich bin berühmter, wir Armen. Ja, für deine Fails. Ja, richtig. Jeder kennt dich für deine Fails. Ja, warte, habe ich nicht in der Aufnahme das Tor aus dem Meter versammelt? Ne, in der Aufnahme glaube ich nicht, aber so im Pro-Club. Ach ja. Ich habe noch nie daneben geschossen. Nein. Zumindest nicht so peinlich, wie es andere schon geschafft haben. Aber auch jeden Elfmeter versinkt, sicher und souverän. Klar. Also für Mario Balotelli und das Verein. Jeden Pro-Club, der hier Interesse an Schmuse hat, ganz klar Elfmeter Biest. Also müsste als Elfmeterschütze einsetzen. Das ist ja. Ich mach alle entscheidenden Dinger rein. Ja. Einfach nur brutal. Und der wechselt auch mal in den Ecken, die er anschießt. Der schießt nicht immer in die gleiche. Ui, guck mal, so toll hier. Wer ist das denn diesmal? Das ist ein Tor, ich habe noch keinen Namen noch gelesen. Keine Ahnung, aber Monk, der wäre schon ganz. Monk war eigentlich. Bald Wien. Bald Wien. Ja, aber der hat ja auch so einen Aussetzer gehabt, der Bald Wien. Gates. Gates. Bill Gates im Tor. Den Yeti im Tor. Ja. Schön. Da ist der Rubber Fast Black Man. Oh mein Gott. Ich war's nicht. Ich war's really? Nicht. Ecke. Really? Na, ich warte mal hier im Rückraum. Und wirklich, Schmuse, du versaust uns das Tor und dann. Ich hab nur hallo, ich hab das Tor. Hat doch gar nicht abgefälscht. Wann ist mit dem Gegnerteam? Wo ist gar nicht das Ecke liegt? Ja. Blind oder was? Wo ist denn meine Brille? Auf der FM. Hat er schon. Ach, die wollte gerade da rüber auf den Blau passen, Mann. Wer auch immer blau ist. Ich bin blau. Also. Der Auspuff, okay. Auspuff. Ach ja, der Joachim von Auspuff. Da brauche ich ja eh nicht hinpassen, da bringt eh nichts. Kann ich dem Gegner einen Ball geben? Doppelpass mit dem Gegner. Ja, hätte eins einstehen können, muss man ehrlich sagen. FIFA Mini. Wie schwul. Oder Kampfschmuser wäre schwul, ey. 34, 33, 31, 30, 29, 28, 27. Ich habe mich vergessen zu synchronisieren. Fällt mir gerade so ein. Machen wir halt einfach in der Aufnahme. Ganz professionell hier. Ja. Und die heutige Folge wird übrigens gesponsert von Coca-Cola Zero. Mit Facecam. Und Effekt. Und Effekt. Nee, ich hab keine Facecam an. Und jetzt hier ohne Hose, hör mal. Leonie Mineralwasser Medium. 0,75 Liter. Aus der Glasflasche genießbar. Wäre schön, wenn die Firmen sich bei dem melden würden.
damit sie mir die Schecks zukommen lassen. Guck mal, jetzt der Scheck dann durch. Ach, der Schwule, weißt du, traut sich nicht, weißt du. Ja, Mann, hier Gegner Monk. Gegner Monk? Ja, das ist natürlich auch unfair. Das ist natürlich auch deswegen unfair. Deswegen sind ja, wir ja. Das ist gut zu wissen, haben sie auf jeden Fall einen CPU-Torhüter. Wusste ich das noch gar nicht. Mir ist noch gar nicht so aufgefallen. Nein. Boom. Ramos! Er hat es mit Risiko versucht. Pascal, das war nicht mal Ramos, das war. Du bist Baumgart, ne? Da sind die Abwehr da hinten so offen. Haben wir Tag der offenen Tür oder was? Nee, wir haben auch wieder defensiv durch. Junge, ist das windig. Bruder. Nice Slackfield im Regen. Ja, sicher. Komm, nur eine Aufnahme, die sehen, die Qualität ist so schlecht. Genau. Hör mal, die drücken uns gerade hier rein, du. Da fühle ich mich als Stürmer irgendwie so unnütz. Einsam. So unnütz. Bist du auch. Grand Scout 24. Dort findest du Stürmerpartner. Da ruf einem Squad Service an. Lass sie nicht schießen, ne, wir haben da so ein nicht zurechnbaren Torhüter im Tor. Ja, das hatten wir mit Noah auch nicht. Aber er hat jetzt immer das Positive. Ach, jetzt muss ich mich um nichts mehr kümmern. Jetzt muss ich mich um nichts mehr kümmern, wie? Ja, ich war jetzt gerade raus aus dem Spiel. Nee. Ups. Hätten wir uns einigen sollen, glaube ich. Ja, irgendwie. Aber Absprache ist auch überbewertet. Also. Richtig. Genau wie schlafen. Ist ja quasi auch Cheaten, weißt du? Schade. Oh, Monk! Hat er fast noch immer! Monk gehört zu uns. Er hat sich eingeschleust beim Gegner. So wie Santana, das aber das CPU toll, ich dachte, das könnte ja klappen, weißt du, aber. War der Schuss zu harmlos? Zu unpräzise. Torhüter? Mann. Ey, der hat mich geblockt. Der Butler, da. Guck mal, Ball heißt. O-Ball. Ball am Ball. Was ist die? Schön geflogen. Ja. Nicht Zeitung gelesen, Unlucky Nerds verpflichten Arjen Robben. Echt? Ja, für einen mehrstelligen Millionenbereich. Für eine mehrstellige Millionensumme? Betrag. Betrag. Ich glaube, das Wort, was du suchst, ist Betrag. Das Wort, was du suchst, ist Mayonnaise. Kommen wir hier nicht. Oder eins Mayonnaise. Ja, den krieg ich. Den kriegst du, Schmuser, den kriegst du. Wuhu, ich liebe dich. Ja, guck mal hier. Und jetzt baller den aber doch. Das war nicht ich, das war gegrätscht. Von hinten. Das war aber geballert, du leck mich am Arsch. Da hat er einen rausgehauen. War nicht mal sich. Rot! Oh, Kegeln. Der hat mich eingequetscht.
Feli. Mann, 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 hätten beide gelb kriegen müssen. Guck mal, ich habe mich quasi beide vergewaltigt. Und du. Also ich würde hier auf den Elber laufen und dann einfach reinköpfen. Oder nicht. Oder schießen. Und da dann reinköpfen. Risiko. Okay, dann nicht mehr. Schön, schön. Ach, da bin ich. Was mache ich denn da? Hast doch alles gedrückt, oder nicht? Warum war ich denn so weit hinten? Ich bin sehr aufmerksam, aber guck mal, dann habe ich das Spiel eröffnet, weil ich hier und. Der Puff da auf Kava. Auf Kava. Oh, 87. Minute, sehr nice. Schön gesweatet, nice. Gut, Pascal. Ja, passt schon. Ich bin einer, der hier sweaten kann. Ich bin ungefähr der Einzige. Ja. Red die nicht auf. Wen kriege ich? Alter, hat den Boom gehauen. Ja doch, haben wir bekommen, oder? Hat den Boom gehauen. Hat aber fair. Was soll das denn jetzt? Der kommt. Das war doch kein Abseits. Niemals. Nein. 2 Meter. Ja, immerhin gewinnen wir hier. Das ist schon mal etwas. Was ein Einwurf. Genial. So echt. Boah. Nochmal genial. Ich kläre einfach. Das sieht nach systematischem Fußball aus. Ich kläre einfach. Flanke. Nein, das also eine Spielkultur, die sieht ihr nur hier. Das letzte war keine Flanke, das war ein Schuss. Auch hier wieder ganz präzise einfach. Kick and rush. Was bekommen. Traumfußball. Also, man nennt uns auch hier nicht die Nerds, sondern man nennt uns auch quasi FC Barcelona 2. Das ist also. Wer ist Spieler des Tages? Bei mir bin ja, ich. Ja, durch die genialen Eröffnungen und sowas halt. Das war ja klar, da hast du den Spieler des Tages verdient. Ja. Sieg ist Sieg! Und wir haben 3 Punkte, an die 6 schon. Wow, ist ja unglaublich. Na gut, ich würde sagen, wir verabschieden uns, oder? Oder wollen wir? Nö. Oder wollt ihr noch eine Geschichte loswerden? Eine Ich hab euch lieb. War guck mal, der Leon hat euch lieb. Wer auch Leon lieb hat, der gibt einen Daumen hoch. Ah nee, das werden wenige Scheiße. Sein. Das werden so wenige sein. Der gibt einen Daumen runter. Wer Leon nicht lieb hat, gibt einen Daumen runter. Genau, wenn Leon nicht lieb hat, der gibt einen Daumen hoch. Gucken wir mal, hoffen wir, dass wir ganz viele Daumen nach oben kriegen. Ich verabschiede mich, bis dann, ciao.